Meine lieben Damen und Herren, das, was im heutigen Vlog passiert, Real Rap, ist eines der krassesten Erlebnisse, die ich jemals hatte. Wir haben Lisa mit ihrem Traumauto überrascht. Dieser Tag, ich werde nie vergessen. Und deswegen umso geiler, Freunde, dass wir das Ganze für euch gefilmt haben. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video und genießt es. Ich kann es noch immer nicht glauben, Freunde, was wir jetzt gleich tun werden. Ich zittere wirklich schon den ganzen Tag. Ich bin verdammt nervös. Folgender Plan, Leute. Ich habe jetzt wirklich meine Schauspielerkünste vom Feinsten auspacken müssen da oben im Apartment. Leute, ich schwöre es euch, es war sowas von schwer. Ich habe nämlich irgendwie gesagt, ja, ich treffe einen Freund, dem muss ich irgendwas geben und so. Und sie so, ja, warum kann sie da nicht mitkommen? Und ich so, keine Ahnung. Haben jetzt das Taxi bestellt, fahren jetzt zum Abholplatz, wo wir den Wagen abholen. Leute, das ist das krasseste Auto, was ich in meinem Leben je in der Hand hatte und gefahren bin. Der Wagen hat 700 PS oder so. Ich bin seit 24. Dezember nicht mehr Auto gefahren, letzten Jahres. Ich bin hyped wirklich auf den Tag. Wir nehmen euch nicht den ganzen Tag mit. Ich bin so gespannt noch, wie ihre Reaktion sein wird. Auch wenn sie da keinen Bock vielleicht drauf hat, wir haben Bock drauf. Wir können. Leute, es ist auch übelst. Ich hätte schon dreimal oder so fast einen Fehler gemacht, weil ich eine Insta-Story machen will. Also dementsprechend alle mal auf Insta. So unbedingt folgen an der Stelle, ihr wisst Bescheid. Und auch auf Snapchat, auf Insta. Sie war schon ein bisschen mad, oder? Ja, ja, ja. Sie war schon mad. Ich meine, ist scheiße, weil sie ist jetzt alleine im Apartment und sie fragt so, warum kann sie nicht mitkommen, so. Weil vorhin, sie sagt, ja, später fahren wir dann zum Strand. Und sie so, hä, fahren wir? Ich, Gott sei Dank, aus der Kanone geschossen, ja, mit dem Taxi. Weil sie ist schon so, hä, mit einem Auto? Auf jeden Fall an der Stelle ganz kurz mal Kuss an alle. Ich glaube, viele Leute schauen wirklich regelmäßig jeden Freitag die Vlogs und das bedeutet mir alles, ohne Witz. Es ist mein absolutes Herzensprojekt von George und mir zusammen und wir wollen das geil machen, Freunde. Deswegen küsse ich alle eure Herzen an alle, die Vlog schauen, kommentieren, liken, Videos teilen. Danke, 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 ohne Witz. An alle, die fleißig die Vlog schauen, wissen, sie mag Big Cars, hat sie gesagt. What's your favorite car? Big car, I like. Okay. Good to know, you like Big Cars. Big man, Big Cars. Und sie hat mir gesagt, ich weiß nicht, ob sie das in einem Vlog gesagt hat, dass der Wagen ihr Traumauto ist. Vor allem hier fahren viele rum. Sie so, bam, wie geil, blablabla. Und ich war seit Wochen, ich glaube, seit dem ersten Date mit Lisa war ich nicht so nervös. Real Talk. Oh, was ist hier los? Aber Freunde, ich weiß nicht, das macht so Spaß, solche Videodrehs ohne Witz. Feiert euch das auch einfach so, diese Emotion dahinter zu zeigen, was wir jetzt tun. Ich weiß nicht, ich spiele das nicht. Ich bin so nervös, ja, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Vor allem, weil das auch ein Traum für mich so ist. So, Freunde, erstmal den Knebelvertrag unterschreiben. Also, Zeit? Just wait, then. The baby is coming. Perfect, thank you very much. Leute, sie schreibt mir jetzt gerade schon. Ich schreibe jetzt Baby. I'm almost done, really. Sie stresst schon. Nein, sie stresst nichts. Sie hat mir nur Bilder geschickt. Was für Bilder? Normale, Bro. Der Wagen wird gerade schon gesäubert. Es ist jetzt wirklich so kurz davor. Das Problem ist jetzt, wie wollen wir es machen? Weil unser Plan wäre, Freunde, wir parken das Auto dort in der Nähe von unserem Apartment, gehen hoch ins Apartment, sagen zu Lisa, jo, wir können gehen, geben ihr so eine Augenbinde, also irgendein T-Shirt oder so, binden das um ihren Kopf, dass sie halt nicht sieht. Und dann bringen wir sie halt zum Auto. Und wie sollen wir es dann machen? Soll ich mich reinsetzen? Würde, und soll ich dann, wenn du sie reinsetzt und wir ihr sagen, dass wir jetzt im Taxi wohin fahren quasi, und dann aber raffst du einmal komplett durch. Bro, wie funktioniert das? Ich habe das noch nie bei einem Auto gemacht. Muss man einfach in den Leerlauf gehen? Nie mit so einem Wagen, noch nie so einen Wagen gefahren, Freunde. Das ist für mich, wie ich auch ein Traum wirklich war. An der Stelle absolutes Dankeschön an Papi Supercar Rental. Falls ihr mal hier seid, könnt ihr gerne auschecken. Die stellen uns den Wagen zur Verfügung. Das appreciate ich extrem, weil das ist verdammt teuer, sowas zu mieten für einen Tag. Du hast ja, glaube ich, für einen Tag 1000 Euro oder so. Also es sind normale Preise hier, aber jetzt halt einfach für ein Auto, das ist schon auf jeden Fall viel. Deswegen dickes Dankeschön auf jeden Fall da. Könnt ihr gerne auschecken, wenn ihr auch mal so eine Experience erleben wollt. When you want to go to first gear, you do this one. And like this, you have to go down, down, down. Strada is the normal. Okay. And there's Cursa is race. Perfect. I don't okay. really recommend it. Bro, charge. Ich bin Bro, das soll ich sagen. Wie war die erste Fahrt? Geisteskrank. Also Freunde, ganz kurz mal Real Talk. Ihr könnt uns wirklich glauben, wir machen hier keine Kacke oder sonst irgendwas. Ich habe höchsten Respekt vor diesem Auto. Ich glaube, der hat 700 PS oder so. Ich finde es richtig geil, einfach so in diesem Auto zu fahren. Ich habe gewisse Ziele und ich habe auch als Ziel, einen krassen Wagen irgendwann zu fahren. So. Und ich schwöre es euch, wenn ihr eben solche Sachen wirklich vor den Augen habt, spürt, fühlt, manifestiert das Ganze nochmal ganz anders, Freunde. Vertraut mir da. Alle allein, dieses Cockpit, das ist so geisteskrank. Was ganz wichtig ist, Freunde, diejenigen, die mir auf Snapchat folgen, wissen Bescheid. Die haben schon das Behind the Scenes vor ein paar Tagen gesehen. Ich poste mich auf Snapchat jeden Tag ganz viel Content für euch, was wir so machen. Deswegen, Freunde, Tipp, folgt mir auf Snapchat. Weißt du, was das Schwierige jetzt ist? Dass wir uns nichts anmerken lassen.
Ich bin so unter Adrenalin gerade, Freunde. Das ist das Ding so. Ich muss jetzt wirklich runterchillen so und normal sein und nicht komplett übertrieben aufgedreht und so. Oh mein Gott, ich darf wirklich nichts bemerken. Das Ding ist, wir müssen uns so kurz überlegen, George. Was sagen wir, warum wir eine Augenbinde geben? Wir sagen, wir Weil fahren, wir wohin fahren, genau, zu, wir einem fahren zu einem Secret Place? Sag vielleicht sowas wie, ja, das Taxi ist da oder so. Okay, das heißt, wir machen es eh auffällig. Okay, wir drehen ein Video, ich will sie mit irgendwas überraschen. Ja. Wir fahren zu einem Special Place. Damit rechnet sie nicht. Hello. Very beautiful. That's crazy. Sorry, baby. The appointment took longer because George had problem with his documents, bro. Which documents? Which problems? Something for the bank account and everything. I tell you later. We were fucked up, really. George freaked out me also. Lisa, when George and me was away, we thought about a present for you. So therefore, we will drive now somewhere with taxi. What? How you feel? I'm shocked. Stell dir vor, sie feiert so null. Ich glaube, man merkt, ich bin nervös. I'm scared. It's normal. Mir rutscht mich das Herz in die Hose gerade. Aber. It's with animal? Yes? Maybe. A very strong animal. What? Baby, Nutella. We don't say now anything. Hast du gehört, was sie gesagt hat? Nein. Sie denkt, wir gehen in Animal Park, irgendwas mit Löwen, oder? Scheiße, Bro. So, need to look now. I think I need to hold it. Like what happened, Rosti? Yeah, maybe like this. It's a kidnapping. It's so strange, baby. No, it's very important. You won't kill me, yeah? No. Hey, no cheating. We make now the test. We just go to the taxi and then. Blöd! It's a Schornstein. Taxi vielleicht. I carry you, okay? You're strong, man. I know, baby. I believe in you. I know. How you feel? You feeling good? It's so strange. You nervous? Yes. It's nothing special, it's nothing crazy. Don't look, just go inside. Like every day into the taxi. Baby, are you here? Where is he? You can take off. Don't Baby, we have surprise for you. Seriously? You serious? I'm so nervous, baby. The whole day, really. Ich bin so überfordert, John. Ich bin so überfordert. Was soll ich sagen? So it was good surprise. We make it good. I think of animals of not like this, you know. Okay. Yeah. Oh, I can drive this today. You can, yes. But baby, you need to be very careful, please, okay? Yeah, of course. Ich weiß nicht, ob wir das machen, George. Which color? Yeah, it's so beautiful. Look at S. Like mine. I never see this color. It's special. Yeah, it's special for you, baby. Oh, das war ein Gejingel, oder? Ich hoffe, sie denkt jetzt nicht, das ist gekauft. Bro, checkt sie das oder muss ich das jetzt erklären? Okay, I would say, ladies and gentlemen, we drive now to the desert coffee. Baby, it's crazy. George, I'm shocked. I never refuge, sit inside in Lamborghini. In Lamborghini Urus. Scheiße, Freunde, wir haben verkackt. Are you? Oh shit. Oh, shit, baby, okay, I'm scared a little bit. But I believe. You don't need to be scared. I'm a good auto driver. Yeah, I believe you. Baby, I fall in love.
You fall in love with me or the car? In you in car too. My dick up when I see this car, baby. No, same. Lady you boy. See me. That's true, baby. That's true. Baby, you like the car more or me? You, of course. Fuck really? Car. Okay, so you go walk home and I drive home, okay? War der nicht gut, George? War ich schon gut. Lisa Vietta Solo Toma! Hilfe! Hilfe! Bam! What the fuck? Junge, eine 3D-Kamera. Das krasse Ding ist wirklich so. Junge, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist einfach krass. Ich bin absolut kein übertriebener Autokenner. Aber das Ding ist so, ich würde sagen, zu 90% jeder Junge, wenn er klein ist oder jung ist, denkt sich einmal so, Ferrari, Lamborghini, das irgendwann mal zu fahren. So. Ich muss es wirklich mal verarbeiten. So heute so ist dieser Moment mal für mich für halt eben einen Tag wahr geworden. So. Das motiviert mich natürlich auch, einfach meine Sachen so durchzuziehen, weil das auch eines meiner Ziele so ist. Und ganz ehrlich zu sein, wirklich crazy, Digga. Das ist gefühlt. Zehnmal geil, das ist das erste Mal, Junge. Unbeschreiblich. Unbeschreiblich, Leute. Lisa, when was the last time you drive a car? Long ago. Seven months. Jetzt schon. Wir fahren den Navis an. Ich muss dir gerade erklären, wie sie blinkt. Absolut keine Ahnung, ob das ein gutes Zeichen ist oder nicht. George, was meinst du? Ja, schlimmer als du fährst, kannst nicht werden. Spaß. So schlecht bin ich nicht gefahren, Leute. Nee, wirklich. Das Ziel ist jetzt, zu einer verdammt krassen Straße zu fahren, wo man auch eigentlich schnell fahren kann. Bisschen. Baby! It's camouflage, you know? I don't see this. Freunde. Real talk, ich hab ein bisschen Schiss gerade, ehrlich gesagt. Lisa, when you do something, I hope you have the money in your bank account. Because with this, I cannot help you, I think. You won't have this car. I would like to have this car, yes. More people need to watch the video to have this car. Freunde, deswegen liken, teilen und sharen. Liken, teilen und sharen, ja man. So, baby, I put you in sport mode, okay? Okay. George, bitte wünsch uns Glück. Lisa, down! Be careful, baby, you speed bump and you... Speed bump, baby. Yeah, I see. Okay? Baby, I need to say you drive really good and safe, but sometimes I make almost caca in pants. Because I'm really scared sometimes. Me too, baby. That's not good, you're driving the car, you cannot but be scary. But I know what I'm doing. I hope so. Okay, absolut keine Ahnung, was hier Speed Limit und so ist. Hier gibt's, glaube ich, keinen so. Schreibt mir bitte mal in die Kommentare, Freunde, wie ich auch so ankacken würdet, wie ich gerade. Aber ich weiß nicht, ich habe da so Respekt davor und ich glaube, das ist auch gut. Nur damit ihr das jetzt hier wisst, wir sind hier jetzt an einer Stelle, wo man das halt eben... Alter, Freunde, da waren andere Autos, die sind hier mit gefühlt 200 gefahren. Und wir haben uns gerade gedacht, okay, das ist diese Strecke hier, wo man fahren kann. Anscheinend doch nicht. Digga, die Polizei hat uns aufgehalten. Die fetzen hier alle hin und her. Bro, aber Alter, was ist jetzt passiert? Sie hat einfach gesagt so, please don't drive fast. Und ich so, ja, I'm sorry, I'm really sorry, really sorry. Ich zitter, Bro. Ja, Bro. Bro, ich habe mir schon gedacht, in meinem Kopf war schon so, Mann, hast du die Polizei... Oh, fuck! Okay, auf den Schock geht's erstmal gleich was essen. Aber davor noch eine wichtige Info für euch. Und zwar haben wir gerade bei ESN, meine Lieben, 20% auf Food- und Performance-Produkte. Performance-Produkte zum Beispiel Kreatin. Und was auch richtig geil ist, wir haben ein paar neue Produkte am Start. Wie zum Beispiel den 1 Kilo Rice Pudding. Beutel ist es nicht, das ist eine Dose. Also sehr, sehr praktisch. Mit Code Manuel wisst ihr Bescheid, bekommt ihr die ganzen Rabatte. Supportet die ganzen Videoprojekte, die Reisen und so weiter. Und mich einfach maximal. Bedeutet mir sehr, sehr, sehr viel. Ich küsse euer Herz. Peace. So, Lisa, we now a Shake Shack Burger. That's my favorite burger in the whole world, okay? Try it. Freunde, ich weiß, Shake Shack Burger, wenn ihr die Möglichkeit habt irgendwo, gönnt euch das. Das ist so geisteskrank. Das ist Cheat Meal heute, Freunde. Jetzt Cheese, Sauce.
Burger ist bei mir so das Ding, was ich eigentlich am wenigsten oft esse. Und wenn ich es dann esse, was noch so gut hier ist, ohne Witz, das ist einfach Endlevel. Geschmacksexplosion des Todes. What do you think is funny? Reisspucken. Reisspucken, wirklich. Scheiße. You're making fun about German language. Yes. Not good. Because Russian language is always... No. You're in... I will learn Russian for you. Привет. Как тебя зовут? Меня зовут Мануэль. Привет, что делаешь? Ask George. George is the Russian god. Что делаешь? Хорошо. Is it right? No. Человек. Human. I say, ich finde es so krass, wie viele Sprachen es einfach gibt. So. I say, it's so crazy when you think about how many languages there. You DJ. No, you. George also DJ.